Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Eine gespannt, entspannte, gechillte, jetzt wollte ich gespannt und entchillt sagen. Einmal die Vorsilben umgetauscht. Weil ich schon ganz relaxed bin. Ich kann gar nicht mehr klar denken, ey. Nach einer Stunde oder anderthalb jetzt inzwischen schon. Nur an Säulen starrend und Säulen bauend. Mach mal was anderes. Da verflüssigt sich das Hirn. Ja, hab ich doch. Jetzt mache ich wieder Stufen. Und jetzt mache ich wieder Slabs. Ich hab doch Abwechslung. Ja, voll. Na komm. Ja, ich habe noch gesagt, dass ich die Kirche fertig bauen werde. Das werde ich tun. Und zwar werde ich noch ein paar Kronleuchter innen reinbauen. Die von der Decke hängen. Die so richtig genüsslich von der Decke chillen. Und ich glaube, Beistühle auf der anderen Seite kann ich noch bauen. Aus Spruce Wood, dem dunklen Holz. Oder? Ne, was ist das? Doch, Spruce ist dunkel. Oder? Ja. Ja, okay. So, aber erstmal mache ich den Gedöns, das Gedöns hier fertig. Den Sheet, wollte ich schon sagen. Ich komme da einfach nicht hoch, ey. Der hat zu kurze Arme, der Typ. Wenn das mal richtig bauen würde, wäre es geil. Wäre es so einfach. Ja, aber ich... Das ist halt auch ein Nachteil davon, dass man so exakt platzieren, also dass man so kleine Details so fein bauen kann, das ist halt dann auch ein Nachteil. Hast du schon gehört, dass Minecraft jetzt teurer wurde? Ja. Und ich weiß gar nicht, um wie viel, 5 Euro? Ich weiß es nicht. Aber gut, das muss man schon gekauft haben. Ja, wir sind halt die Early Access Ficker. Auch bei Minecraft. Chi-chi. Ja. What do we say when we win something? Chi-chi easy noobs. Das Noobs hat gefehlt. Oh, ey. Hallo. So. Wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen LOL spielen, so zum Entspannen. Einfach auf unseren Troll-Accounts. Mit der Tomate wieder zusammen. Toaster, sorry. Toaster. Ja. Ja, ich bin, das merkt man's, ja. Ich bin die ganze Zeit nur am Bauen, da verflüssigt sich das Hirn. Ich wusste, dass es mit Tee losgeht. Nee, du bist einfach so. Und ich hab Hunger. Das hast du eigentlich auch immer. Mhm. Und ich bin müde. Das bist du auch immer. Und ich bin geil. Na mach mal. Wie der mir immer die falschen Brick-Dinger reinwechselt. Ich liebe es. Ba-da-ba-ba-ba. Ja, da fahre ich nachher hin. So. Bestellst du auch die falschen Brick-Dinger? Da sage ich bitte ein Brick zum Mitnehmen. Das hier. Oh. Schon habe ich einen Baufehler, ey. Ich bin empört. Alter! Hast du es gehört? Was denn? Oh, da hat wieder neue Musik eingesetzt, die ich noch vorher nicht hatte. So, ich dachte, das ist mein Handy. Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen wach. Huh. Erstmal nicht fixen. Was? Ne? Das Problem.
So. Ich habe Fleisch dabei. Es ist ein Schwein ums Leben gekommen bei Bauarbeiten. Da ist er am Überlegen. Lege ich ihn jetzt links oder rechts rum? Ja, ich schau grad. Schaust du wie Gronkh. Und wechsel tausendmal aus. Und am Schluss reißt es wieder ab. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. 3, 3. Passt. 2 rüber. 2 rüber. Passt. 3 rüber. 3 hoch. 3 rüber. 3 hoch. 3 rüber. 2 hoch. Es könnte sein, dass die Kirche nicht symmetrisch ist. Dein Kopf ist auch nicht symmetrisch. Ich baue jetzt einfach so weiter, ich habe keinen Bock. Ja, komm, ja, baust du um. Okay, ich reiße nochmal die rechte Seite nochmal komplett ab. Ja. Ich bin jetzt TNT. Passt es jetzt hier? Ja. Okay, es wird wieder dunkel. Ist doch gut. Nee, da sehe ich wieder nichts. Hier ist nämlich noch alles nicht ausgeleuchtet. Ja, bei mir auch nicht so, ne? Ich glaube, ich mach erstmal das hier, warte. Sand mehr. Hm. Was? Kein Sand mehr? Das glaubst du aber auch selber nicht. Wenn wir eins genug haben, dann das. Nee, können wirklich knapp werden. Bist du verarschen? Nee. Hast du schon mal in die Black Hole Chest geguckt? Ja, die ist leer. Was? Da war kein Müll. 30 Seiten Sand. Was ist denn das hin? Hast du das alles aufgegessen? Ich hab's geplantet. Sag ich nicht, du hast 30 Seiten Sand in Sandstein verarbeitet. Vielleicht. Du wolltest. Sag ich nicht, du willst da hinten eine Pyramide bauen. Die steht schon lang. Ja, wie gesagt, ich schaue am Ende der Folge nach, was du da hinten so fabrizierst. Wahrscheinlich steht da jetzt hinten so ein Vergnügungspark. Und was hast du so gemacht? Ach, die ist ein Linus. Ja, Rollercoaster Tycoon 5. Easy. Was hast du letztens gemeint, wenn wir beide arbeiten sind? Erstmal WG. Ja. Hätte ich Bock zu. Dann wird der ganze Tag ein einziges Erlebnis. Was? Jetzt nicht. Aber bitte mit schalldichten Wänden. Falls jemand mal Damenbesuch hat. Oder du wieder Leute sagst. Ja. Oh, was? Ich hab Ulti gedrückt.
Wobei, mit Smartcast sind auch ein paar Sachen ein bisschen komplizierter geworden. Echt? Nein, oder? Nein, ein paar Sachen sind echt doof. Zum Beispiel ist Worts platzieren ist irgendwie nicht im Smartcast mit drin, oder kann man das noch mit dazu machen? Ja, okay. Ich glaube, ja, auf meinem Hauptaccount habe ich jetzt Smartcast auch angemacht, aber da habe ich das mit dem Worts platzieren noch nicht aktiviert. Das war ein bisschen umständlich letztens. Ich so, platzier doch endlich! Und dann drücke ich drauf. Ah, Worts platzieren leicht gemacht, ne? Ja, Worten für Anfänger, sag ich dann nur. Der will nicht! Das geht nicht! Du gehst hin. Pling! Ich bin guter Support, ja. Das ist ein scheiß Support. Meistens. Mit Leona habe ich... Ich hab letztens auf meinem... Es war auf dem Hauptaccount. Auf dem Hauptaccount ein bisschen Support gespielt. Beim einen habe ich mit Soraka gespielt. Hatten Lucian auf der Botlane. Ja, der Lucian... Also ich musste offensiv gehen, damit er sich vortraut. Als Soraka offensiv ist immer scheiße. Als Soraka stehst du immer hinter deinem Support... hinter deinem ADC und heilst ihn und versuchst deine Qs zu treffen und stellst dich nie vorne hin, außer du musst ein bisschen silencen und sowas. Ja, und was macht der? Spielt voll passiv, lässt sich einen reindrücken, da muss ich aggressiv gehen, damit er sich vortraut, die feige Ratte. Und das Spiel haben wir natürlich verloren, weil unser ADC einfach voll der Nubbel war, hat einfach sich nicht reingetraut. Nirgends. Ich habe die Botlane schön zugewordet, so wie sie es braucht mal ein bisschen Eier. Das Gefühl, wenn man reingehen soll, Stress machen, wenn man draußen bleibt. Ja, genau. Und dann habe ich nächstes Spiel gespielt, ich als Leona Support. Mein ADC geht full ham drauf. Hat wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass ich auch reinrenne. Mach E auf den Gegner ADC, spring ran, Q auf ihn. Gerade wo das dann vorbei ist, Ulti auf ihn drauf. Der ist einfach dauerhaft gestunt gewesen. Ja, Kill für Lucian. Der andere Support rennt weg. Und ich glaube, wir haben die Botlane von den Gegnern sowas von zerrippt in der Runde. Ich dann so, I go in, I have ult. Und dann er, okay, ich gehe rein, Full Helm. Er haut alles rein, Ulti alles. Ich auch Ulti alles, tot. Double Kill für ihn. Ne, einmal habe ich sogar einen Kill gesnackt. Aber es war aus Versehen. Kennst du das, wenn... Pure Absicht, ich hab's genau gesehen. Kennst du das, wenn du Tower divest und dein ganzes Team wird vom Tower auf Lowlife gemacht und dein scheiß ADC kommt einfach nicht dazu, den Last Hit zu machen und dann gehst du einfach als Support hin und machst... Okay, ihr Lappen, ihr braucht mir zu lang. Boop! Okay. Kennst du das? Nee. Kennst du? Ich spiele nicht so oft Support. Was spielst denn du? Oft. Any main. Support. Ist doch Support. Ja, Noob Champ. Mein Lieblings-ADC ist immer noch Jinx. Egal, was alle sagen. Oh, Miss Fortune ist so OP. Oh. Oder wer wurde noch gebufft? Graves ist ja jetzt eher ein Jungler. Wer ist noch stark? Jinx wird oft Caitlyn. Caitlyn. Wird Jinx aufgenommen. Echt? Das ist noch stark, ne? Die ist stark, weil sie so viel Reichweite hat. Und sie kann zwischen den Reichweiten switchen. Und zwischen den Targets, die man anwählt. Also, hohe Reichweite ist AOE-Damage. Nicht so hohe Reichweite ist Single-Target-Damage. Das gefällt mir. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ist eine Fähigkeit für ein bisschen Mobility. Weil Lucian kannst du bald bedashen. Ja. Und Graves auch. Ja, deswegen ist mein Ausweichs-Champ, sage ich jetzt mal, wenn Jinx entweder schon gepickt wurde oder das Gegnerteam jetzt so viele Assassinen drin hat, die, also zum Beispiel Rengar Jungle, Zed Mitte, dann weiß ich schon, dass ich als ADC ziemlich gefickt bin, weil die kommen so schnell an dich ran und sind gleich wieder weg. Deswegen brauchst du ein Escape für manche Situationen oder wenn der Gegner vor allem solche Assassinen pickt. Deswegen ist Jinx gegen so ein Zed oder Rengar-Kombo nicht so geil. Deswegen gehe ich ja meistens auf... Mein Ausweichsjump ist ja dann Tristana. Die kann da so richtig weit weghüpfen. Und sie kann mit ihrer Ulti welche wegballern. Die hat zwei Escapes sozusagen. Aha. Und mit der bin ich auch ganz gut. So.
So. Oh, ich bin voll. Voll mit Sand. Gravel weg. Ist zwar nicht symmetrisch, aber es sieht man sowieso nur, wenn man oben drüber fliegt. Und es ist bloß um einen Block unsymmetrisch, der anders aneckt. Und es liegt an der Kirche, nicht an mir. Wer hat die Kirche gebaut? Ich. Es muss nicht immer alles symmetrisch sein. Im Leben ist auch nicht immer alles symmetrisch und geplant. Kikiki. Hängers Weisheiten. Kapitel 4. Vers 3. Nach der Johannes-Offenbarung. So, es wird ja schon. Ich muss ja ganz kurz noch aus der Map rauszoomen, fällt mir gerade auf. So. Sieht man ein bisschen mehr. Ja, den Berg müssen wir ein bisschen anpassen hier. Ich hoffe, du hast jetzt nicht einfach die Pyramide hingeklatscht oder irgendwas derartig. Hast vorher noch nicht alles planiert oder schön eben gemacht. Ich weiß es nicht. Sag jetzt nicht, du hast nur die Ebene planiert, die du auch für die Pyramide brauchst. Ich weiß es nicht. So, warte. Ich dachte, du kommst gucken jetzt. Nein, nein. Nee, noch nicht. Dafür ist es noch zu früh. So geht's ganz gut. Alter, schon wieder mal viel zu tun, ja. Was sagst du, wir machen demnächst die Burg weiter? Nein. Was? Nein. Ich habe letztens weitergemacht. Ja, aber da währenddessen habe ich am Schiff weitergebaut. Ja. Oh, ne? Ich fange das nächste an. Unser Server muss wachsen. Ja, wir brauchen noch mehr Anhänger. Okay, ich werde in dieser Folge wahrscheinlich noch nicht mit dem Rundgang fertig. Das machst du doch mit Absicht. Ja, ja, wir ziehen diese Folge mit Absicht in die Länge. Ist ja nicht so, dass wir schon fliegen können. Du kannst fliegen, Hexe können gehen. Ja. Apropos Hexe, nach meinem Doom-Let's Play kommt jetzt, mache ich sowieso ja mit erstmal The Witcher 3 weiter. Aha. Und dann The Witcher 3 Blood and Wine ist jetzt auch draußen. Und dabei gibt's Witcher 4. Fallout 5. Nee. Und dann wechseln Fallout 3 an. Ich hab schon eigentlich vorgehabt, das chronologisch zu spielen, ja. Nee. Würde ich nicht machen. Aber da gibt's so viele. Ich hab schon gesehen, in Fallout 4 gibt's so viele Anspielungen auf Fallout 3. So viele geile Anspielungen auf Fallout 3. Das kennt doch schon jeder. Nein. Warte mal kurz. Mal ganz kurz nachschauen. Ausgelutscht. Oh, nicht wohin. So verblieben.
Was guckst du denn nach? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, du musst wieder abzählen. Nicht, dass du dich verzählst oder irgendwo dich. 5, 6, 7. Deshalb mal schon mal aufpassen, wenn man sowas macht. 4. 4. 3, 2, 1, 1. 36. 4. 92. 3. 17. 24. 86. Muss ja ganz kurz was nachgucken. Das Tal der Toten. Das Toten des Schweines. Tut an Schwein. Du hast gar nicht so grunzen, du Schwein. Bist du denn jetzt hin? Ach, da! Okay. Ja, die Turtles arbeiten sie vor, würde ich sagen. Ganz schön ordentlich, was die wegklotzen. Mhm. We have there a little problem. Das wäre. Auf der linken Seite haben ist. Die Innenseite des Übergangs, des Durchgangs, eins weiter weg von der Mauer. Aha, sagt mir das nichts. Die Wand ist eins zu dünn. Die Kirche an sich ist ja symmetrisch, aber ich glaube, das hat was damit zu tun, wie weit wir hier weg sind. Dann vertuschen und vergessen. Okay. Vertuschungsaktion in Betrieb. Oh fuck. Ich baue einfach. Ach, hier ist Gold. Cool. Gold. Pfeiler, da sind die Pfeiler. So. Wenn ich gut bin, schaffe ich es heute noch. Vielleicht kann ich da abstecken. Das wäre ganz cool. Die zweite Pyramide. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das nicht einfach abreiße und eins nach innen versetze. Wenn ich das hier hinsetze,
Muss ich ja dann eigentlich machen. Oder nicht? Jo, dann heißt es jetzt nochmal kurz abreißen. Es sind aber schon 25 Minuten. Das sieht ihr leider nicht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Ticket Light, das mache ich kurz offscreen. Ne? Bis dann. Bis dann. Ciao.